Leaders Talk, der Interview-Podcast, der Führungspersönlichkeiten porträtiert, die sich für bessere Führung, bessere Organisationen und eine bessere Welt einsetzen. Powered by Leadership Choices. Ich bin in Tirol aufgewachsen und da bin ich als kleiner Bub schon gemerkt, okay, Bergsteigen ist ein Wert oder Klettern ist ein Wert, der hoch angesehen ist. Und leider habe ich dann auch feststellen müssen, dass Liebe und Zuneigung vor allem über Leistung passiert und eben auch über Leistung am Berg. Und da ist mir zum ersten Mal bewusst worden, hey, der kleine Stefan Gatt kann was leisten. Also ich habe durch meinen Vater, durch diese narzisstischen Prägungen von meinem Vater, einen sehr schlechten Selbstwert gehabt. Und da habe ich zum ersten Mal gemerkt, hey, da steckt was in mir, was wirklich was bewegen kann, und die Grenzen liegen im Kopf. Und Unmöglichkeit ist einfach nur eine Meinung von jemandem, der es ausdrückt und nicht, dass es unmöglich ist. Es geht darum, dass man die Grenzen im Kopf verschiebt und dann die Grenzen in der Realität. Ich finde es extrem spannend, wenn man vor dem nächsten Karriereschritt steht, wirklich hinzuschauen und zu fragen, wer bin ich und was treibt mich an und warum möchte ich den nächsten Karriereschritt machen, beziehungsweise was wäre, wenn ich ihn nicht mache? Was für eine Qualität könnte ich da in mein Leben vielleicht bringen, wo ich sage, das ist mir eigentlich wichtiger. Ja. Es gibt ja ganz viel, man muss ja nicht in den Himalaya, um seine Grenzen ausloten zu können oder um sich spüren zu können, sondern es geht einfach um die Qualität des Kleinen zu erkennen. Also oft ist der kleinste Garten der schönste, den man pflegen kann. Herzlich willkommen zu Leaders Talk, dem Interview-Podcast für Better Leadership, Better Organizations and a Better World. Mein Gast heute ist ein sehr interessanter Mensch. Sein Name ist Dr. Stefan Gatt. Er ist promovierter Sportwissenschaftler, aber vor allen Dingen ist er Extrembergsteiger, Unternehmer, Coach und Umweltaktivist. Und mit ihm bespreche ich seine Entwicklung vom Besteigen des Chuyu, des Mount Everest, was er da für Ableitungen getroffen hat, für das Thema Führung in Extremsituationen, für das Thema Beziehung, für das Thema Liebe zu sich selbst und auch zu dem Thema Liebe zur Umwelt oder Liebe zur Welt im Großen. Und das ist ein sehr, sehr spannender Mensch, ein spannendes Gespräch. Ich freue mich, dass Sie dabei sind und wünsche Ihnen eine gute Erkenntnis. Herzlich willkommen, lieber Stefan Gatt. Schön, dass du heute hier bist. Vielen Dank für die Einladung, Carsten. Stefan, du bist promovierter Sportmanagement, wie sagt man das, Experte oder Sportmanager? Ich würde mal sagen, promovierter Sportwissenschaftler, Spezialrichtung Sportmanagement. Okay, super. Wäre eine Möglichkeit, ja. So ist es richtig. Und du bist Bergsteiger, du bist Unternehmer, du bist Coach und du bist Umweltaktivist. Und bei Leadership Choices interessiert uns immer das Thema Better Leadership, Better Organizations, Better World. Und da dachte ich, das wäre doch mal super spannend, deine Perspektive darauf zu hören und auch, wie du dazu gekommen bist, weil da eine ganz spannende Geschichte hinter ist. Und Stefan, du bist Österreicher und du bist in eine Bergsteigerfamilie reingeboren worden, stimmt das? Stimmt so, Carsten, ja, hast völlig recht. Also ich bin in Tirol aufgewachsen, mein Vater war sehr aktiv im Bergsport, ist es auch heute noch, und auch meine Mutter war immer aktiv so mit Wandern und Bergsteigen und Klettern. Und da bin ich als kleiner Bub schon gemerkt, okay, Bergsteigen ist ein Wert oder Klettern ist ein Wert, der hoch angesehen ist. Und leider habe ich dann auch feststellen müssen, dass Liebe und Zuneigung vor allem über Leistung passiert und eben auch über Leistung am Berg. Und vor allem, wie ich dann so 12, 13 gewesen bin, da habe ich gemerkt, okay, wenn ich Zeit haben will mit meinem Vater, dann muss ich mit ihm Klettertouren machen.
Und das war so einerseits natürlich die Faszination und andererseits aber auch immer wieder die völlige Überforderung bis zu Tränen und Verzweiflung, alleine in der Wand zu hängen und zu wissen, mein Vater ist 50 Meter weiter oben am Ende des Seils und hat er jetzt schon Stand oder nicht. Also das waren schon schwierige Erfahrungen, die ich da mitgekriegt habe. Neben dem, dass es einfach auch toll war, mit meinem Vater sehr viel Zeit zu verbringen und da sehr vieles zu übernehmen von ihm. Durch Corona bin ich leider draufgekommen, dass ich da einiges von seinen Schattenanteilen übernommen habe, wie zum Beispiel die narzisstischen Anteile, wo ich nicht ganz glücklich bin mittlerweile, dass ich die übernommen habe. Aber alles, was man bewusst kriegt, kann man natürlich auch verändern. Und da bin ich gerade dran. Das klingt sehr spannend. Also was ich da raushöre, ist so eine Ambivalenz, ne? Auf der einen Seite so dieses ganz, ganz tolle, intensive Erleben im Berg und auch die gemeinsame Zeit mit dem Vater. Auf der anderen Seite aber auch so eine Alternativlosigkeit. Wenn ich das nicht mache, dann sehe ich ihn halt nicht. Ganz richtig, ja. Also das war voll da. Ja. Also er hat mir rückblickend gesagt, sein Ziel war es, mich hart zu machen. Und die Härte hat natürlich den Vorteil, dass man vieles aushält, manchmal auch in ganz schwierigen Situationen den kühlen Kopf bewahrt. Und auf der anderen Seite ist es gerade so auf einer Beziehungsebene, auf so einer Liebesebene natürlich schwierig, mit einem harten Brocken zu leben. Also ich rede jetzt für meine Frau. Und da habe ich jetzt noch einmal auf einer ganz anderen Ebene noch einmal viel mehr Tiefe und Emotionalität entwickeln dürfen, die mir bis jetzt verwehrt geblieben ist. Spannend. Lass uns vielleicht erstmal noch die Geschichte ziehen von diesem Bergsteigertum, weil das war nicht irgendwie ein bisschen Kraxeln, sondern da waren auch sehr hohe Berge dabei, die man kennt. Du bist 96 auf den Shouyu gestiegen, der ist 8201 Meter hoch, wenn mich nicht alles täuscht. Und auch den Mount Everest bist du bestiegen, 8850 im Jahr 2001. Das ist schon ein bisschen mehr, als der Standardbergsteiger so tut. Stimmt, ja. Also 1996, das war mein erster 8000er. Damals hat mein Vater gesagt, du, Stefan, magst nicht mit mir diese Gruppe leiten auf den Chuyu. Ich mache die organisatorische Leitung und du, Stefan, machst die bergsteigerische Leitung, weil du bist ja jetzt schon ein paar Jahre Bergführer, war damals 26 und so sind wir ausgerückt mit 18 Teilnehmern. Und zwei Leute sind auch nach der Akklimatisierungsphase und ein paar Rasttagen dann losgestartet und auch zum Gipfel gekommen. Aber im Abstieg hat sich ein Teilnehmer, der Franz, bei einer Unachtsamkeit ist er plötzlich in eine Spalte eingebrochen und damit er nicht hineinfällt, hat er sich nach vorne geworfen und hat dann begonnen, den Hang hinunterzufallen. Und irgendwann haben halt die Steigeisen Eiskontakt gehabt und da hat sie ihm den Knöchel und das Schienbein gebrochen. Hat sie dann so auf alle Viere zurück ins Zelt gerobbt und ist da drinnen gelegen. Und ich bin da so am Nachmittag um 3 hinaufgekommen in das letzte Lager auf 7.500 Meter. Und der zweite Teilnehmer war vor dem Franz unterwegs und der hat gesagt, du, ich schau mal rüber zum Franz. Ich glaube, der hat sich den Haxen gebrochen, wie man auf gut Österreichisch sagt. Also das Bein oder den Fuß. Und bin dann rübergegangen zum Franz, schon mit dem Wissen, ui, Haxenbrechen auf 7.500 Meter, das ist das Worst-Case-Szenario, das man sich nicht ausmalen will. Also ich habe es damals, glaube ich, nicht so präsent gehabt, aber es war damals so, dass noch nie jemand aus dieser Höhe mit fremder Hilfe den Berg lebend verlassen hat, sondern immer nur in der eigenen, also mit eigenem Tun den Berg verlassen konnte. Aber Bergung in liegender Haltung hat es zu dieser Zeit nicht gegeben. Und ich habe das auch so gespürt, dass das wirklich ja, die Kacke am Dampfen ist und schon den Ventilator berührt hat. Mhm. Bin rübergegangen zum Franz und hab gesagt, du Franz, was ist denn passiert? Und dann hat er erzählt, was eben passiert ist. Und dann hat er wieder begonnen mit seinem Mantra, lass mich liegen, lass mich sterben. Und irgendwann habe ich gesagt,
weil ich so, habe dabei seinen Fuß angeschaut und habe überlegt, soll ich den jetzt auspacken oder nicht? Dann haben wir gedacht, na, den bringe ich nie wieder rein. Und dann haben wir gedacht, nein, die lassen lieber. Und er halt weiter gerät, lass mich liegen, lass mich sterben. Und dann plötzlich habe ich gemerkt, boah, jetzt reicht's. Und dann habe ich gesagt, Franz, Ruhe ist jetzt. In meiner Expedition wird nicht gestorben. Und dann habe ich gewusst, okay, jetzt geht's. Und hat dann noch zurückgegriffen in seinen Rucksack und hat so einen Rosenkranz aus der Deckeltasche geholt und gesagt, du Stefan, wenn du dann heimkommst, bitte ich dich, zu meinen Söhnen zu gehen und ihnen das zu geben und ihnen sagen, dass ich sie voll lieb habe und dass es mir irrsinnig leid tut, dass ich da jetzt verstorben bin am Choyu. Und da habe ich dann nochmal gemerkt, aus, jetzt reicht's. So geht das nicht, Franz. Du wirst hier nicht sterben. Und dann habe ich mir überlegt, okay, wie kriegen wir denn jetzt da hinunter? 90 Kilometer. Hat einer unserer Expeditionskollegen ihm Tee gekocht und ihm Beistand geleistet. Und in der Früh war der Plan für uns klar. Ich habe meinen Vater ihn aufgeschickt, so 200 Höhenmeter weiter rauf, um ein Fixseil abzuschneiden. Und ich selber habe dann eine Biwaksack-Verschnürung gemacht, zusammen mit der Norwegerin, die noch in unserem Team war. Und um mittags ungefähr haben wir ihn so weit gehabt, dass wir ihn in dieser Verschnürung drinnen gehabt haben und in diesem Biwaksack. Und da hätten wir ihm nur so einen Schubs geben müssen. Und er wäre hinuntergezischt wie in so einem Bob, aber natürlich wäre er dann irgendwo in einer Spalte gelandet. Von dem haben wir gewusst, wir müssen ihn abseilen, Stück für Stück abseilen. Anfänglich habe ich das Abseilen übernommen, dann hat mein Vater übernommen, weil ich gemerkt habe, dass er da nicht kompetent genug ist, da einen Knoten zu machen. Aber wir haben uns da gut ergänzt und irgendwann haben wir dann so weit gehabt, dass man wirklich im Lager 1 unten gehabt haben und da sind dem Franz dann die Tränen runtergeronnen, weil er gewusst hat, jetzt ist er wirklich von der Schippe runtergehüpft und er wird nicht sterben. Das war dann schon auf 6500 Meter. Wir sind dann in der Nacht noch abgestiegen, wir drei. Hans hat wieder über Nacht ihm wieder gut zugesprochen und Tee gekocht und waren dann um 2 Uhr in der Nacht unten im Basislager. Dann ist das andere Team mit 8 Leuten aufgestiegen. Die waren in der Früh dann bei ihm und haben ihm so ein Schmerzmittel verabreicht mit einer Spritze und haben ihn dann begonnen zu tragen, weil ab dem Zeitpunkt nur mehr Steine unterwegs, also am Boden waren und kein Eis und Schnee mehr. Ja, und ich bin zu Mittag aufgewacht, so nach einer total erschöpften Nacht mit dem Gefühl, boah, ich brauche sofort was zum Essen, sonst sterbe ich. Also ich war total ausgeblutet. Bin dann wieder helfen gegangen und irgendwann um 11 Uhr am Abend haben wir den Franz wieder im Basislager gehabt. Der Arzt hat ihm dann so eine Aircast-Schiene verabreicht, 4,5 Liter Infusionsflüssigkeit und hat dann nach der Nacht war er wieder so weit fähig, dass er gesagt hat, ja, passt, es geht die nächste Etappe weiter. Wir haben da in der Zwischenzeit schon tibetische Träger organisiert über Funk, die dann da gestanden sind und auf einer Trage haben wir den Franz hinausgetragen lassen, festgebunden auf der Trage und dann so um 6 Uhr früh, also die sind die ganze Nacht gegangen, um 6 Uhr früh waren sie dann beim hochwasserführenden Fluss und einer der Träger hat den Stand verloren und der Franz ist untergetaucht mit der Trage aufgebunden auf der Trage, also Franz wäre uns dann fast noch ertrunken. Ach Gott. Bei dieser ganzen Rettungsaktion. Aber 3 weitere Tage später war er dann in Innsbruck am Operationstisch und ein Jahr später war ich da auf einem Nachttausender unterwegs und das war natürlich ein sensationeller Erfolg. Ich habe damals von Pete Schuber, das war damals der Leiter des DRV-Sicherheitskreises, einen handgeschriebenen Brief gekriegt. Stefan, Wahnsinn, das war die erste lebende Bergung aus dieser Höhe und da ist mir zum ersten Mal bewusst worden, hey, der kleine Stefan Gatt kann was leisten. Also ich habe durch meinen Vater, durch diese narzisstischen Prägungen von meinem Vater, einen sehr schlechten Selbstwert gehabt und da habe ich zum ersten Mal gemerkt, hey, da steckt was in mir, was wirklich was bewegen kann und die Grenzen liegen im Kopf und Unmöglichkeit ist einfach nur eine Meinung von jemandem, der es ausdrückt und nicht, dass es unmöglich ist. Es geht darum, dass man die Grenzen im Kopf verschiebt und dann die Grenzen in der Realität wirklich verschiebt. Und das war dann einfach auch
ein echter Boost für meine weitere Entwicklung. Habe dann 1999 den Chuyu noch einmal angegangen mit einer Expeditionsgruppe und das erste Mal das Snowboard mitgehabt und habe gemerkt, hey, das geht. Und 2001 war dann am Everest eben die logische Folge, auch dort das Snowboard mitzunehmen und habe dadurch, weil alles gut geklappt hat, habe ich das realisieren können, da als erster Mensch mit dem Snowboard vom Gipfel wegzufahren. Und das war natürlich auch ein toller Boost für mein Selbstbewusstsein, zu wissen, die Grenzen liegen im Kopf. Wahnsinn. Und was war die, also ich meine, Snowboard drängt sich jetzt nicht sofort auf, wenn man an Mount Everest denkt. Was war die Idee dahinter? Das stimmt, Carsten. Ja, lauter schwarze Pisten, also wenig blau oder rot. Nein, es war einfach die Idee. Ich habe das Snowboard in meiner Jugend, so mit 15, habe ich das erste Mal so einen Film gesehen, das war 1985, wo ein Snowboarder mitgespielt hat und da waren halt die guten Blauen und die bösen roten Skifahrer gegeneinander, sind die da um die Wette gefahren und haben sich gegenseitig da bekämpft, unter Anführungszeichen, und die guten Blauen haben einen Snowboarder mitgehabt und haben mir gedacht, boah, das würde ich gerne machen. Ich war damals leider handwerklich zu ungeschickt, dass ich mir das selber eins bauen hätte können und finanziell zu schwach aufgestellt, dass ich mir eins kaufen konnte. Damals hat es die ersten Burton Snowboards im Handel gegeben. Es hat dann nur 2 Jahre gebraucht, bis ich das erste Mal mit einem Snowboard unterwegs war. Und da habe ich gewusst, das ist mein Sport, dieses Fliegen über den Schnee. Und habe dann 1990 bei meiner ersten Südamerika-Tour den Chuyu erst befahren. Das ist der höchste Berg der Erde vom Erdmittelpunkt aus gemessen, weil er direkt am mehr oder weniger am Äquator steht. Und so ist das Snowboard immer wieder dabei gewesen. Und dann war natürlich die Idee klar, wie ich gewusst habe, ich mache eine Expedition zum Everest, zu sagen, hey, geht das eigentlich auch am Everest? Kann man mit dem Snowboard vom Everest runterfahren? Und ja, man kann, also es geht. Aber Spaß macht es wahrscheinlich nicht ganz so viel, oder? Nein, also man muss sich vorstellen, also zu Fuß bist du wirklich langsam unterwegs. Ich sage immer, wie ein altersschwacher Pensionist, also wirklich so Schritt, dann 5 tiefe Atemzüge, wirklich, dann wieder Schritt, dann wieder Schritt. Und so quälst du dich im Berg hinauf. Also wenn du in Österreich 1000 Höhenmeter so locker in einer Stunde gehst, also das war damals wirklich überhaupt keine Anstrengung für mich. Ja, da war die Bestzeit für 1000 Höhenmeter 40 Minuten. Da schaffst du oben dann gerade noch gute 100 Höhenmeter hinauf und herunter bist auch extrem langsam unterwegs. Und mit dem Snowboard brauchst du doppelt so lang wie derjenige, der zu Fuß geht, weil du 2 Schwünge machst und während diesen 2 Schwüngen baust du so eine Sauerstoffschuld in deinen Oberschenkeln auf, dass du dann ungefähr 10 Minuten im Schnee legst und dieses verbundene Atmen so lange durchführst, bis wieder diese Sauerstoffschuld halbwegs abgeatmet ist. Also Spaß macht es nicht. Erst so ab 7000 Meter bist du dann ungefähr doppelt so schnell, wie wenn du zu Fuß gingest. Ab dort war dann auch der Schnee wunderbar. Das war dann so ein windverblasener Pulver, das war traumhaft und oben war es halt pickelhart, total weggeblasen, jeglicher schöner Schnee. Also es war so ein Kratzen über eine harte Piste und also Piste unter Anführungszeichen, Schnee und Eis durchsetzt natürlich und die Felsen überall und Absturzgelände. Also kann ich niemandem empfehlen. Also da gibt es viel schönere Touren in Österreich oder Deutschland, wo man toll Snowboard fahren kann. Aber du hast dich in die Geschichte sozusagen eingeschrieben damit. Genau, ja. Und durch dieses Bergsteigen ist irgendwie viel passiert. Also auf der einen Seite hast du Selbstbewusstsein gewonnen, auf der anderen Seite hast du aber auch Schattenseiten. Oder du hast auch gesehen, dass das was mit Führung zu tun hat. Mhm. Diese Expedition, die Rettung von Franz, das war ja auch eine Wahnsinnsführungsleistung, nicht nur eine bergsteigerische Leistung, auch die Leute mental darauf einzustellen, das ist jetzt unsere Mission. Mhm. Und du hast auch gemerkt, dass das sozusagen der Beziehung nicht immer gut tut. Mhm. Genau, gehen wir eins nach dem anderen durch. Also ja, genau. Wenn ich jetzt sage, die persönliche Entwicklung war am Anfang durch das Bergsteigen im Vordergrund, also das war das Mittel zum Zweck, sage ich jetzt einmal, mich selber weiterzubringen, zu merken, hey, ich kann was, ich fühle mich kohärent, kann die Aufgaben bewältigen, die da vor mir sind.
Und mit der Zeit habe ich immer mehr gemerkt, okay, es geht mehr um anderen Menschen auch die Möglichkeit zu geben, diese Entwicklungschance zu nutzen oder ihre eigenen Träume zu erfüllen und zu erreichen. In der Organisation dieser Reisen. Und da habe ich dann aber gemerkt, dass viel auch um Führungsarbeit geht und eben, wie du es selber schon angesprochen hast, diese Rettungsaktion am Chuyu war natürlich eine ganz heikle Führungsaktion, weil die Leute haben alle einiges an Geld bezahlt, ich kann es nicht mehr sicher sagen, aber ich glaube so 12.000 Euro für den Chuyu, dass sie den besteigen können, und dann heißt es plötzlich, es geht nicht mehr um einen Gipfel, sondern es geht darum, dass wir den Franz heruntertragen oder herunterbringen. Ja, warum und wieso? Und da die Leute auf ein neues Ziel einzuschwören und erst dann hinterher wieder die eigenen Ziele, warum man eigentlich da ist, umzusetzen, das war schon herausfordernd. Und auch diese Gefährlichkeit natürlich, weil das Schlimmste, was passieren kann bei einer Rettungsaktion, dass die Retter selber wieder gefährdet werden. Aber da habe ich auch sehr viel lernen können über das, wie Veränderung funktioniert, wie wichtig es ist, eben zum gewissen Zeitpunkt einfach vorauszugehen und als Vorbild zu agieren oder dann in bestimmten Situationen sich wieder zurückzunehmen, wenn die Strategie klar ist, das Team einfach machen zu lassen und wieder den Überblick zu kriegen. Also das war eine spannende Geschichte. Und dann irgendwann, so während dem Studium, habe ich dann so diese Arbeit mit erlebnisorientierten Lernmethoden kennengelernt und diese Arbeit mit Teams und Führungskräften immer mehr im Seminarkontext. Und dann habe ich gemerkt, okay, das, was ich am Berg lerne über Führung, kann ich eigentlich auch gut für meine Seminare nutzen. Und habe dann auch in weiterer Folge dann ein Buch darüber geschrieben, eben Führung, das Survival Handbuch Führung, beziehungsweise auf Englisch The Leadership Survival Handbook. Und da habe ich dann begonnen, eben diese Erfahrungen aus meinem Bergsteigen, aus meiner Führungsarbeit am Berg, diese extremen Erfahrungen zu verweben mit der Führungstheorie und daraus wieder Schlüsse zu ziehen, beziehungsweise den Leser dann mit Fragen dorthin zu bringen, dass er in einen eigenen Entwicklungsprozess geht. Und das Letzte, was du angesprochen hast, habe ich dann auch festgestellt, spätestens beim Everest ist mir klar geworden, 50 Tage am Stück weg zu sein von zu Hause. Meine Frau mit unserer kleinen Tochter, die war damals nicht ganz ein Jahr, alleine zu lassen, das ist einfach auf gut Deutsch scheiße. Ja, das geht nicht. Ja, das kann man einfach nicht machen. Und das hat uns dann auch in einer Beziehungskrise gestürzt, weil anfänglich haben wir gedacht, jetzt habe ich gerade einen extremen Boost für mein Selbstbewusstsein gekriegt. Ich könnte jetzt ganz viel machen mit diesem 8000er Bergsteigen, aber nein, das ist nicht kompatibel mit der Beziehung. Und darauf zu kommen, hey, was ist mir wirklich wichtig? Und das war mir die Beziehung wirklich wichtig. Und meine Tochter, und jetzt sind es mittlerweile zwei Töchter, und wir haben dann begonnen, eine Paartherapie zu machen. Und anfänglich haben wir gedacht, okay, ich mache das für uns zwei, beziehungsweise unsere Beziehung. Und habe dann irgendwann festgestellt, hey, eigentlich geht es im Leben immer um Beziehungen. Gerade im Führungskontext geht es ganz viel um Beziehungen. Wie kann ich als Führungskraft so viel Bindung herstellen mit meinen Mitarbeitern, dass die mit mir durch dick und dünn gehen und das Beste von sich geben für mich, beziehungsweise das Unternehmen und da wirklich so High-Performance-Teams zu bilden. Und habe dann ganz viel von der Führungsarbeit durch meine Beziehungstherapie-Ausbildung, weil wir haben dann eben auch die Ausbildung gemacht, aufpeppen können, beziehungsweise vertiefen können, diese Arbeit mit Führungskräften. Mhm. Spannend. Und da ist auch, weil ich finde das Spannende bei dir, da schwingt halt immer auch so eine tiefere Ebene mit, ne? So auf der einen Seite sind so diese ganz tollen Dinger, die man immer wieder erzählen kann, die immer wieder wahnsinnig spannend sind, Gänsehautmomente. Aber auf der anderen Seite so dieses tiefe Reflektieren, was hat das mit mir zu tun? Was hat das Selbstbewusstsein auf der einen Seite, aber auch vielleicht mit meinem Ego zu tun? Wo will ich jetzt mein Ego weiter befriedigen? Was opfere ich dafür? Das sind ja auch tatsächlich viele Fragen, die sich Führungskräfte stellen, die Karriereentscheidungen treffen müssen. Will ich jetzt die nächste Stufe gehen? Das heißt aber, ich bin viel weg von zu Hause, ich arbeite noch mehr. So dieses Abwägen, das spüre ich bei dir auch sehr stark. Ne? Absolut. Gute Überlegungen, gute Fragen, Carsten. Ja. Also ich finde es extrem sinnvoll,
zu investieren in Psychotherapie, weil das kann man sich auch mitnehmen und das bleibt einem, sage ich jetzt einmal. Jede Investition in ein Auto oder so oder andere Güter, die bleiben einem nicht. Die, spätestens mit dem Tod muss man sie hergeben. Aber dieser persönliche Prozess, der bringt einen so weiter. Und drauf zu kommen, was treibt mich an? Und ich habe schon feststellen müssen, dass mich diese narzisstische Prägung durch meinen Vater sehr stark angetrieben hat. Oder auch dieser Egoismus, den ich vorgelebt gekriegt habe durch meinen Vater. Hinzu liebevolles Agieren, liebevolles Sein, ohne Leistung zu bringen, einfach nur da zu sein und in der Liebe zu sein, ist was extrem Tolles. Aber jetzt zurück zu den Führungskräften, weil es geht ja um Führungskräfte. Ich finde es extrem spannend, wenn man vor dem nächsten Karrierestritt steht, wirklich hinzuschauen und zu fragen, wer bin ich und was treibt mich an und warum möchte ich den nächsten Karriereschritt machen, beziehungsweise was wäre, wenn ich ihn nicht mache? Was für eine Qualität könnte ich da in mein Leben vielleicht bringen, wo ich sage, das ist mir eigentlich wichtiger. Ja. Oder zu sagen, na, ich mache den nächsten Schritt, aber ich mache ihn bewusst und eben in Einklang mit meiner Partnerin oder meinem Partner und opfere damit nicht irgendwas anderes oder lebe meinen Egoismus ohne auf die Folgen schauen zu wollen, aus. Und wenn wir jetzt mal zurückgehen zu dieser Entscheidung zu sagen, die ganz großen Berge, die ganz großen Expeditionen, das ist es nicht mehr, ich habe jetzt Familie. Wie hast du das erlebt, beziehungsweise wie ist das heute? Also ist da noch so ein Element von Hand aufs Herz, ne? Ist hier so ein Element von, ach, das war schon geil, das würde ich schon irgendwie gerne machen? Oder bist du jetzt an so einem Punkt angekommen, wo du sagst, das war eine Zeit und jetzt ist mein Abenteuer, mein Berg sind jetzt meine zwei Töchter und meine Frau und ich kraxel in Tirol rum. Also wie ist da, wie kannst du diese Leidenschaft, die ja auch ein Bergsteiger antreibt, denke ich mal, wie kannst du die befrieden? Also anfänglich, wie ich mir da in diese Krise geschlittert bin, habe ich gewusst, okay, jetzt einmal in nächster Zeit ist das einmal on hold, sage ich jetzt einmal, Standby. Habe dann lange Zeit mit mir diese Idee, den K2 zu machen, mit herumgetragen. Und irgendwann sind wir so nach 2-3 Jahren an einen Punkt gekommen, wo die Elisabeth gesagt hat, Steffen, wenn du das machen willst, dann mach's, ja. Aber sei dir der Konsequenzen bewusst. Und ich weiß es nicht, ob ich es aushalten werde. Ja? Ich weiß nicht, ob ich dann noch da bin. Ja? Aber wenn du es machen willst und musst, dann tu es. Ja? Ich will dich nicht zurückhalten. Und das ist nämlich schon eine harte Ansage, weil dann klar ist, ich muss es entscheiden und ich muss wirklich zu mir stehen und nicht, meine Frau verbietet mir was, weil das kann nicht gut gehen auf Dauer. Also es ist ganz wichtig, dass wir unsere Partner in diesen Entscheidungen immer freilassen, aber eben dem Partner mitteilen, okay, wenn du dieses oder jenes entscheidest, dann hat das natürlich auch Konsequenzen. Ja? Und die mach dir die klar, weil nicht, dass du hinterher sagst, wow, das habe ich nicht gedacht. Und habe das dann eben noch weitergetragen und 2007 war es dann so, dass ich gemerkt habe, hey, K2, eigentlich wäre es mehr vom selben. Und eigentlich habe ich es bewiesen für mich, dass ich da auf den höchsten Berg ohne zusätzlichen Sauerstoff hinaufsteigen kann. Ich war damals der 82., der da oben war, ohne Sauerstoff und der 73., der es überlebt hat. Und da als Erster mit dem Snowboard runterzufahren, was willst du mehr? Mehr geht nicht. Ja? Also ich habe zeitlang so eine irre Idee gehabt, dass ich mir dachte, okay, ich möchte in so einem Unterdruck Raum mit einer speziellen ergometrischen Installation weisen, dass man über 8.850 Meter hinaufsteigen kann. Ja? Wo ist die Grenze? Ist es 9,92? Wo ist die Grenze? Meine Frau hat dann irgendwann gesagt, hey Stefan, was soll das? Es ist Schwachsinn, es gibt keinen höheren Berg auf dieser Erde. Was soll das? Und ich dachte, ja, hat's eigentlich recht. Ja? Also wo diese größenwahnsinnigen Ideen auch in mir waren. Ja? Und habe dann 2007 plötzlich habe ich die Einsicht gehabt, das ist mehr vom selben und das brauche ich nicht mehr.
in der Form, wie auch Tausende habe ich damit an den Nagel gehängt. Und es sind halt so die kleinen Momente, die ich jetzt suche. Ich lebe in Linz seit 20 Jahren und da gibt es Klettergärten in der Umgebung, wo ich mich toll auspowern kann und eben auch meine Grenzen austesten kann oder in den Bergen in der Umgebung, Skitouren, Eisklettern. Es gibt ja ganz viel, man muss ja nicht in den Himalaya, um seine Grenzen ausloten zu können oder um sich spüren zu können, sondern es geht einfach um die Qualität des Kleinen zu erkennen. Also oft ist der kleinste Garten der schönste, den man pflegen kann. So dass ich das Gefühl habe, meine Kinder oder meine Töchter und meine Frau sind mein Everest. Nein, so würde ich es nicht sehen. Also die würde ich eher als Strand in Thailand sehen, sage ich jetzt einmal, wo ich lernen kann, zu genießen und wirklich in die Liebe zu kommen und nicht irgendwie ins Agieren und ins Leistung bringen, sondern einfach zu sein und diese Qualität zu leben in meinem Leben. Ja, habe ich deine Frage beantwortet? Ja, hast du und vieles andere mehr. Also was ich total spannend finde, ist diese Entwicklung, die du da aufzeigst von jemandem, der die Hochleistung sucht, Höchstleistung, um es auch so ein bisschen dem Vater zu beweisen, um es sich zu beweisen, sich selbst sozusagen zu entwickeln, der dann die Ableitung trifft in Richtung Führung, auch Umgang mit dem eigenen Ego, ist ja auch eine Herausforderung für jede Führungskraft, aber dann die Kombination oder dieses in die Paarbeziehung, in die Liebe gehen und da auch dann in die Liebe zu dir selbst, die ich da auch so höre, die wahrscheinlich gar nicht so leicht war zu entwickeln, wenn sie dann nicht mehr durch Leistung immer weiter gegossen wird, sondern die dann irgendwie von alleine rauswachsen darf, oder? Absolut, ja. Also in meiner Kindheit habe ich gelernt, Anerkennung und Liebe gibt es für Leistung, ob jetzt am sportlichen oder musikalischen oder schulischen Bereich, da haben wir die Zuwendung gekriegt, die wir gebraucht haben. Und natürlich hätte man mehr gebraucht, aber wir haben es uns halt über das holen müssen und ich spreche jetzt für wir, weil natürlich meine Geschwister natürlich auch da in diese Herkunftsfamiliensituation hineingeboren sind. Hinzu drauf zu kommen, hey, dieses Bindungstrauma, das da passiert ist, in eine neue Form zu bringen und zu sagen, na, es geht nicht mehr um Leistung, es geht darum, um Sein, ums Hier und Jetzt und nicht mehr in diese Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit zu kommen, die ich auch erlebt habe als Zehnjähriger, wo meine kleine Schwester mit 6 plötzlich innerhalb von 2-3 Tagen gestorben ist an Meningitis. Also das war so ein dramatisches Erlebnis aus meiner Kindheit, wo ich dann eben auch so ganz dunkle, depressive Tage erlebt habe oder Wochen, Monate, wo mir die Natur einfach auch ganz viel rausgeholfen hat, wieder einen Sinn in mein Leben zu finden, so als 10-, 11-Jähriger. Aber was natürlich immer wieder noch daherkommen ist, weil es einfach nicht wirklich restlos aufgearbeitet war. Und hinzukommen zu dem, zu wissen, okay, der Schmerz kommt, ich halte ihn aus, ich kann ihn mir anschauen, aber ich weiß, ich bin, mein Selbst ist nicht dieser Schmerz, ich bin nicht der Schmerz, ich muss da nicht rein. Das war also eine der wichtigen Erkenntnisse. Und gerade in letzter Zeit hat mir ein Buch sehr inspiriert von Michael A. Singer, The Untethered Soul. Also es gibt mittlerweile das Buch schon auf Deutsch und da heißt es, die Seele möchte frei sein oder will frei sein. Kann ich jedem nur empfehlen, so zum Thema Selbsterfahrung und zu dem, wie stark unsere Gedanken eigentlich unser Sein beeinflussen, obwohl die Gedanken und unser Verstand eigentlich unser Tool ist. Also finde ich ganz großartig, das Buch. Inspiriert mich derzeit sehr stark. Und das Thema Liebe geht auch noch weiter, denn irgendwann hast du gemerkt, das Ganze mit dem Bergsteigen und Hin- und Hergefliege und dass man nicht nur Stapfen im Schnee hinterlässt, sondern halt eben auch Müll, das ist irgendwie dann auch wieder nicht kongruent. Also, dass man auf der einen Seite die Schönheit der wilden Natur genießt und auf der anderen Seite aber merkt, irgendwie mache ich die auch gerade kaputt. Mhm. Was ist da in dir gewachsen, Stefan? Also anfänglich war ja dieses Drama mit dem Verlust meiner kleinen Schwester so, dass ich gemerkt habe, wo ich
mich wieder Halt finden konnte, weil meine Mutter war nicht mehr existent in der Zeit. Die war selber mit ihrem Schmerz so beschäftigt, dass sie für uns Kinder nicht mehr wirklich da sein konnte. Und wo ich Halt gefunden habe, war in der Natur. Und habe dadurch einen ganz starken Bezug zur Natur bekommen und also eine spirituelle Seite erfahren in der Natur. Habe aber dann diese Leistungs- und Orientierung und den Egoismus dann eine Zeit lang Natur wahrgenommen, genutzt für meine Weiterentwicklung, für meinen Egoismus. Ja. Ich komme aus einem Reisebüro-Haushalt. Ja. Reisen war ein extrem hoher Wert und Fliegen war ein extrem hoher Wert. Und dann irgendwann draufzukommen, 2007 war das mit diesem Video vom Al Gore, An Unconvenient Truth, draufzukommen, hey, mit dem Fliegen ruiniere einfach das, was mir wirklich teuer ist. Also 2001 am Everest haben wir schon so eine Müllaktion gestartet, wo wir ganz viel Müll aus dem Basislager hinausgetragen haben, auch von anderen Expeditionen. Also es war immer so ein bisschen mit dabei, aber es ist erst ab dem Everest stärker geworden und dann der Al Gore hat da wirklich Tore geöffnet. Ich bin dann 2 Jahre lang auch nicht mehr geflogen, weil ich gesagt habe, ich kann das nicht mehr vertreten. Wir ruinieren unsere Umwelt, wir produzieren diesen Treibhauseffekt und unsere Nachfahren werden uns verfluchen dafür. Nach 2 Jahren habe ich festgestellt, es hat sich gar nichts geändert. Im Gegenteil, es ist nur viel schlimmer geworden. Und der Einzige, der leidtragend ist, bin ich selber, weil ich mich von diesem Reisen total abgeschnitten habe. Und habe dann wieder begonnen zu fliegen, ein bisschen reduziert, aber nicht mehr so, aber doch wieder fliegen. Und erst mit Greta Thunberg hat das Fliegen wieder, ist das wieder verschwunden aus dem Leben. Also wir waren letztes Jahr, waren wir zum Beispiel in Lappland mit dem Zug, 7000 Kilometer mit dem Zug. Und habe festgestellt, hey, das geht auch. Es geht einfach um neue Gewohnheiten. Und vor 1,5 Jahren, wie dieser erste Weltmeer, 2 Jahre ist das fast her, dieser erste weltweite Klimastreik war, der durch die Greta Thunberg da initiiert wurde, habe ich immer auch gemerkt, okay, das, was sie macht, sollte ich auch machen in meinem Kreis und habe dann die Climbers for Future ins Leben gerufen, um eben so im Bereich etwas zu tun für Umwelt- und Klimaschutz. Anfänglich natürlich ein paar Freunde dabei gehabt, die gesagt haben, ja, gute Idee, aber wenn es dann um die Umsetzung geht, sind die meisten einfach dann abgesprungen und haben gesagt, na, keine Zeit und so weiter. Also letztendlich war ich alleine. Und erst seit Herbst letzten Jahres habe ich so ein kleines Team, wo wir miteinander agieren und uns auch miteinander durch diese schwierige Zeit der Corona-Krise tragen. Und mittlerweile gibt es einen guten Instagram-Auftritt, gute Website und etliche Promotoren. Also es läuft in die richtige Richtung. Ich würde noch gerne viel mehr machen, aber ja, ich muss nicht auch schauen, wo bleibe ich da bei der ganzen Sache. Und ich möchte nicht auf der Strecke bleiben und trotzdem einfach was bewegen in diese Richtung. Finde ich eine total spannende Entwicklung. Wie geht denn die Reise weiter, Stefan? Also jetzt bist du eben sowohl der Bergsteiger als auch der Unternehmer, der Coach, der Umweltaktivist. Du bist auch jemand, der sich selbst entdeckt, der an seiner eigenen Weiterentwicklung nicht nur im äußeren Sinne, auch im inneren Sinne arbeitet. Wie geht die Reise weiter, wenn es nach dir ginge? Das weiß ich selber noch nicht so genau, wo es mich wirklich hinträgt, aber es ist gerade eine neue Website im Entstehen, da wird schon einiges abgebildet sein. Also Bewusstheit, ganz viel Bewusstheit, sowohl für mich selbst, für meine Mitmenschen, aber eben auch für das ganze Gefüge. Wir sind alle miteinander verbunden und wenn man etwas anders schädigt, dann kommt es irgendwann zurück, beziehungsweise schädigt man ja dann auch den Bereich für andere Menschen. Weg von dieser Ausbeutung und dieser Gier nach immer mehr. Also gestern habe ich wieder gehört, dass da anscheinend im Kongo riesige Erdölfelder gefunden haben und da beginnen schon so Probebohrungen zu machen, wo ich sage, nein, das darf nicht wahr sein, wir müssen weg von diesen fossilen Energieträgern hin zu Erneuerbaren, weil sonst werden uns unsere Nachfahren einfach verfluchen. Und wo geht es mit mir hin? Ja, noch ist sehr viel offen, weil Corona wirkt nach wie vor. Ich weiß nicht, wann es das erste wieder Präsenzseminar gibt. Derzeit haben wir eins ausgeschrieben für Paare Ende März.
Noch sind wir nicht sicher, ob es wirklich stattfinden wird, aber ich freue mich schon auf die Zeit nach Corona, wenn ganz viel Durchimpfungsquote in der Bevölkerung vorhanden ist, vielleicht Tests vor dem Seminar notwendig sind oder auch nicht, aber wo wieder ein Stück weit Normalität Einzug hält. Neben dem, dass wir diese neuen Errungenschaften wie WebEx, Teams, Zoom und so weiter weiterhin in unserem Leben nutzen und nicht für jeden Schaß irgendwo hinfahren, sondern das wirklich nutzen, um in Verbindung zu gehen, um wirklich zu schauen, hey, wo können wir miteinander das Beste von uns selber leben oder das Beste für andere Menschen zur Verfügung stellen. Also das ist es wahrscheinlich auch, wo es bei mir hingeht, so in Richtung Bewusstheit, in Richtung Verbindung, in Richtung Liebe, für Führungskräfte, für Paare und für Einzelpersonen weiter was zu machen und mit dem Medium Berg oder auch Seminarraum oder virtueller Raum, je nachdem, was halt angesagt ist als Medium der Veränderung. Danke dir, Stefan, sehr spannend. Abschlussfrage von meiner Seite. Welche Frage habe ich dir noch nicht gestellt, die ich dir stellen sollte? Wir haben so dunkle Phasen auch besprochen in meinem Leben. So, was waren die entscheidenden Dreh- und Angelpunkte in meinem Leben? Da haben wir auch sehr viel besprochen, was ich da vielleicht noch nicht gesagt habe. Also die Geburt meiner Töchter waren schon, das waren ganz großartige Erlebnisse und also ich beneide die Frauen, dass sie das da so ganz aktiv machen können. Also da sind wir schon ein bisschen benachteiligt als Männer, aber das Mindeste, was wir machen können als Männer, wirklich präsent dabei zu sein und diese Urenergie da mitzuerleben, ist eine großartige Sache. Und vielleicht, was auch noch eine Sache ist, was mich schon beschäftigt in meinem Leben, ist, dass ich auch beitragen möchte, ein Stück weit weg vom Patriarchat in Richtung Gleichwertigkeit, Gleichberechtigung zu kommen. Weil wir leben schon nach wie vor in einer patriarchalen Gesellschaft, wo die Männer sich leider viel zu viel erlauben können und tun und Frauen dann als schlecht hingestellt werden, wenn sie sich dagegen auflehnen. Und dahingehend was zu bewegen, würde mich auch sehr freuen und meinen Töchtern auch was mitzugeben in Richtung, hey, ihr seid genauso viel wert wie jeder andere auch, ob schwarz, weiß, gelb oder was immer und andererseits ob männlich oder weiblich und dahingehend auch eine Versöhnung, eine Verbindung herzustellen, würde ich schön finden. Zurück zu deiner Frage, welche Fragen hast du mich noch nicht gestellt? Ja, vielleicht so die Frage, was würde ich den Hörern dieses Podcasts mitgeben wollen? Super. Vielleicht das, was würdest du den Hörern gerne mitgeben wollen? ja, unterschiedlichstes. Also einerseits lebe deine Träume. Also wirklich trau dich, groß zu träumen und wirklich das zu machen, wo du merkst, dein Herz brennt dafür. Auch wenn es schwierig ist, wirklich dazu zu stehen und zu sagen, ich gehe diesen Weg. Idealerweise natürlich sind das die Tätigkeiten oder Dinge, wo du niemanden anderen schädigst damit. Ja? Wobei das schadenfreie Leben ja auch ein Stück weit der Illusion ist, aber dass du den Schaden möglichst gering hältst. Dann das Nächste ist, schau immer wieder drauf, für wen nutzt es jetzt und wen schädigst du mit dem, was du sagst oder tust oder tun möchtest, dass du da bewusst wirst und dass du drauf kommst, dass du weit mehr bist als nur deine Gedanken und dein Verstand und dass du alles in der Hand hältst, dein ideales Leben zu leben und es dir wirklich gut gehen lässt, ohne dass du in irgendeiner Weise viele materielle Güter anhäufen musst, sondern der Nutzen und die Süße des Moments sind entscheidend, im Kleinen zu schauen und nicht im Materiellen oder im Großen zu suchen, sondern meist sind es die kleinen Momente des Glücks, der Verbindung,
des Miteinanderseins, die einen wirklich beglücken. Und auch nicht die Summe der Leistungen, ne? Sondern, genau, ne? Sondern eben das Innere, was ich da finde. Ja, genau. Toll. Ich glaube, das ist wirklich dieser Weg in Richtung Versöhnung von, ne, von dem auf der einen Seite der eigenen Entwicklung, aber auch was braucht sozusagen unsere Welt, um wieder mit sich oder mit uns irgendwie versöhnt zu werden. Und da sind wir auch auf der Suche, wie kann eigentlich so eine neue Form von Marktwirtschaft, wie kann das irgendwie aussehen, ne? Dass man eben diese Verantwortlichkeit hat, aber trotzdem irgendwie auch Spaß noch am Leben hat und nicht nur lauter Verbotsschilder irgendwo hinstellt. Stimmt, ja. Also wenn ich sage neue Marktwirtschaft, dann sage ich ja, einfach, es gibt so viele, die Lösungen sind alle da, wir brauchen sie nur nehmen und umsetzen und weg und das Alte einfach loslassen, weil das Alte ist natürlich sicher, ja, das kennen wir, da wissen wir, was Sache ist, ja. Aber das Neue, wenn wir uns da wirklich einlassen auf das Neue, da gibt es so viele tolle Ideen und die Menschheit ist schon genial, sage ich jetzt einmal, im Ideen kreieren, ob das jetzt Plastikmüll nutzen für irgendwelche baulichen Maßnahmen oder Photovoltaik, Windenergie. Ja, da gibt es einfach ganz viel, wie man das machen kann. Carsharing, neues Bauen, dass man mindestens ein Drittel der Kubatur aus Massivholz macht, was extrem günstig ist für die Entspannung zum Beispiel. Da gibt es so viele Dinge, die wir machen können und unsere Umwelt oder unsere Zukunft anders gestalten, damit eben wirklich so die zukünftigen Generationen auch noch was haben von dieser wunderschönen Erde. So wie es die Indianer immer oder ihnen nachgesagt wurde, dass sie entschieden haben, 7 Generationen im Voraus zu denken. Das wäre es, wo ich gerne hin möchte. Ja. Wow. Und damit, das ist, glaube ich, ein super Schlusswort. Stefan, vielen Dank für dieses sehr, sehr persönliche Gespräch. Du hast ganz weit uns reingucken lassen in deine Seele und in deine Entwicklung. Vielen, vielen Dank dafür. Ich fand es extrem spannend. Ich finde, da kann man auch total viel mitnehmen für die eigene Entwicklung, für sich selbst zu reflektieren, vom Außen Richtung Innen zu schauen. Also vielen, vielen Dank dafür. Hat mir extrem viel Spaß gemacht, Stefan. Schön. Ich freue mich auch. Vielen Dank für die Möglichkeit. Es war mir echte Freude. Und was hast du gelernt, Carsten? Ein sehr sympathischer Mensch, der einen tief in sich reingucken lässt. Und ich kenne nicht viele Menschen in solchen Situationen, mit solchen Lebensläufen, die so ein hohes Maß an Selbstreflexion mitbringen und ganz augenscheinlich so viel an sich gearbeitet haben. Und dieses Thema vertikale Entwicklung, das ist das, was wir natürlich auch als Coaches uns sehr interessiert, weil es eben die innere Entwicklung beschreibt. Ne? Wie entwickle ich mich von jemandem, der sein Selbstbewusstsein erst noch finden muss, der vielleicht auf einem vermeintlichen Ego-Trip ist, der erfolgreich sein will, der sich beweisen möchte, hin zu jemandem, der sagt, nein, ich mache davon auch Abstriche. Ich mache nicht nur mein eigenes Ego-Ding, sondern ich gucke auch, dass das für die Familie passt. Und dadurch auch entwickelt, dass er sich selbst gut findet und selbst mag und akzeptiert, ohne Hochleistung zu bringen, ohne materielle Reichtümer anzuhäufen. Was ich eine hoch, hoch spannende Entwicklung finde, bis hin zu der Entwicklung, sozusagen ohne eine Versöhnung mit der Welt, ohne eine Art zu leben, die auch mit der Umwelt im Einklang ist, dann hat es irgendwie keinen Sinn, als auch eine ja, sehr ganze, sehr runde Persönlichkeit, die ich extrem spannend und ja, sympathisch finde. Ich hoffe, Ihnen hat es auch so gut gefallen. Und was gibt es Neues bei Leadership Choices? Das neue Jahr hat so begonnen, wie das alte aufgehört hat. Arbeiten aus dem Homeoffice, aber mittlerweile haben wir uns gut darauf eingestellt, sodass wir auch eine hohe Planungssicherheit haben. Und das nächste große Event, auf das wir uns freuen, ist unsere Choices-Konferenz am 26. März. Und hier haben wir ein Konferenzformat geschaffen, wo Kunden über ihre Unternehmungen sprechen, wie sie ihr Unternehmen fit machen für die Herausforderungen der Zukunft, für das neue Normal, wie sie ihre Führungskräfte unterstützen, wie sie ihre Kultur weiterentwickeln. Also ganz konkrete Case Studies in einem kurzweiligen, unterhaltsamen Format, sehr interaktiv, sehr viele Möglichkeiten zum Netzwerken, zum Verbinden. Und ja, bin sehr gespannt, wird eine Premiere und freue mich drauf. Vielleicht sind Sie ja auch mit dabei. Also bis dahin,
Alles Gute, bleiben Sie gesund. Das war Leaders Talk, der Interview-Podcast, der Führungspersönlichkeiten porträtiert, die sich für bessere Führung, bessere Organisationen und eine bessere Welt einsetzen, powered by Leadership Choices. Wenn Sie uns Feedback geben möchten, senden Sie uns gerne eine E-Mail an leaderstalk@leadership-choices.com. Vielen Dank fürs Zuhören.